Gott, so heißt es, ist ein Drechsler. Er schuf die Erdkugel. Ernst Gamperl ist Künstler und erschafft wunderbare Gefäße aus Holz. Drechseln ist absolut Speed. Da musst du sehr schnell deine Entscheidungen treffen. Du kannst sehr schnell was kaputt machen. Aber es ist aber auch aufregend und spannend. Also, das liegt mir halt. Also für mich wäre es jetzt nichts, wenn ich so was weiß ich, wochenlang an einer Skulptur rumklopfe. Das wäre mir jetzt zu langweilig. Das Faszinierende an Gamperls Werken? Sie sind am Ende nicht mehr rund, sondern schwinden, verdrehen sich, bilden Bäuche aus. Gamperl gibt dem nassen Holz an der Drehbank eine Struktur, lässt ihm dann aber beim Trocknen die Freiheit, zu machen, was es will. Holz ist für ihn das, was für Musiker Instrumente sind, sagt er. Man muss darauf spielen, um Klänge hervorzuzaubern. Im Holzlager hinter seiner Werkstatt in Steingaden. Eine alte Eiche. Ja, der Stamm hat 5 Tonnen gehabt, gell? Also. Vorarbeiten für eine große Vase. Das Unglaubliche, Gamperl weiß bereits genau, wie das Gefäß im Stamm liegt. Er muss es nur freilegen. Und er weiß, wie es sich einmal verformen wird. Das liest er aus den Jahresringen. Und da schwindet er dann extrem in die Richtung. Das heißt, das ganze Gefäß verzirkt es dann beim Trocknungsprozess in die Richtung. Und dann bildet es aber auf der Stelle einen Bauch aus. Einen asymmetrischen. Und das ist im Prinzip das, was ich im Moment sehr, sehr gern mache. Gamperl spricht mit dem Holz. Und das antwortet oft wild. Diese Eiche ist 250 Jahre alt. Sie stand an einem alten Gutshof in der Nähe. Ein Sturm hat sie umgelegt. Jetzt entsteht aus dem Holz an der Drehbank etwas Neues. Erschaffung einer Welt durch Rotation. Ein Vierteljahrtausend hat diese Eiche miterlebt. Als sie gepflanzt wurde, gab es noch keine Eisenbahn, keine Autos. So ein Holz hat eine Seele. In meiner Arbeit hat sich das eigentlich jetzt so rauskristallisiert, dass auch jeder Stamm seine Eigenheit hat, sich anders verzirkt. Egal, wo er gestanden ist, macht nochmal einen Unterschied. Ob er auf einer Seite mehr Lignin eingelagert hat, weil er gegen Wind und Wetter angestanden ist, spürt man beim Verarbeiten und vor allem später bei der Ausformung. Und all das ist eigentlich, was über die Jahre, was ich erkennen durfte bei meiner Arbeit, was da eigentlich an Individualität in einem Nebenstückel Holz drinsteckt oder in jedem Baum auch drinsteckt. Gamperl lässt der Eigenheit ihren Raum. Die Zeit des Trocknens ist auch eine Zeit des Staunens, sagt er. Eigentlich tun die Objekte nur so, als wären sie Vasen. Es sind Skulpturen. Auf dem schmalen Grat zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Wenn man sich natürlich im Bereich der Kunst vermarktet, könnte man theoretisch höhere Preise erzielen. Das ist mir eigentlich wurscht. Die rutschen jetzt automatisch in den Kunstmarkt. Nein, das passiert jetzt ganz automatisch, ohne dass das jemals irgendwie geplant war. Gamperl hat inzwischen Ausstellungen in Japan, Südkorea, USA, Großbritannien. Für ein Projekt in Horton Hall, einem Landhaus in Norfolk, verarbeitete er eine Eiche aus dem dortigen Park zu einer Vielzahl an Vasen. Und da haben wir letztes Jahr im August war dort die Ausstellung. Und die Stücke sind jetzt in New York und waren eben heuer im Frühling auch zum Verkauf angeboten in Salon 94, einer sehr renommierten Galerie in New York. Eine seiner Vasen erzielte dort zuletzt $30.000. Die große Kunst? Die Wand der Gefäße ist am Ende nur noch wenige Millimeter stark. Ich bin nur relativ dick, da habe ich 13 und da bin ich jetzt auf 17, also da muss ich noch bis auf 9 mm muss ich noch runterdrehen. Erst durch die Dünne kann sich das Holz beim Trocknen so wild verformen. Für mich ist halt die Essenz der Form kommt für mich erst zum Ausdruck, wenn die Masse weg ist. Die Masse muss weg, diese 400-500 Kilo von so einem Block, gut, das ist jetzt ein leichterer, aber wir haben auch schon 500-600 Kilo auf der Drehbank gehabt. Die muss weg und dann bleibt bloß noch die Hülle übrig. Und wenn du die Hülle steh hast, dann kommt die Essenz von dem, für mich jetzt so, die Essenz von dem Baum raus. Und trotz aller Berechnungen kommt irgendwann doch der Zufall ins Spiel. Oder ein günstiger Umstand.
oder das Glück. Das ist einer meiner Lieblingsformen zum Beispiel. Ja, die ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber man sieht schon, da habe ich noch ein Stück Splint mit erwischt bei der Formgebung. Und da ist jetzt durch das, dass der Splint eine andere Dichte hat, noch mal ein extra Bäuchlein entstanden. Als wären sie kleine Lebewesen, erschaffen an der Drehbank. Die wunderbaren Skulpturen des Ernst Gamperl. Thank you.